Mal in die anderen Hallen gucken, was da so passiert. Hier geht es jetzt also los zwischen Matthias Falk für Werder und dem Spanier Alvaro Robles für Bergneustadt. Viel Spaß mit dieser Partie. Robles spielen müssen vor vier Wochen und hat dieses Einzel auch. Tja, um bei Matthias Falk den Ball zu gehen und damit der Vorhand zu vollenden. Ja. Zu bezwingen, weil er eben so nicht so viele leichte Fehler macht. Zwei Vize-Weltmeister stehen sich hier übrigens quasi gegenüber, der eine im Einzel, der andere im Doppel. Robles. Aber das ist der erste Satz für den Spanier. Bergneustadt startet damit also etwas besser. Alle kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Zweiter Satz hier. Matthias Falk schlägt auf. Ja, das finde ich schon mit einer reinen Reaktion eigentlich nicht schnell genug da sein. Spektakulärer Ball dabei für Falk. Zwischendurch mit einer Netzberührung, aber auch eine tolle Rückhand haben wir gerade hier nochmal gesehen aus der Halbdistanz. Dann weit raus in die Vorhand von Robles. Und jetzt pusht er sich auch richtig. Das sind die Bälle, die er jetzt wahrscheinlich auch braucht, die er haben will. Ist das wahrscheinlich auch nicht so richtig gewöhnt, dass da so viel. Versucht jetzt mal mit einem langen. Ja.
Alvaro Robles geht also mit 2:0 in Führung. Jetzt ist es Robles, der aufschlägt. Seitenwechsel gibt es ja Corona-bedingt nicht. Dritter Satz. Ich bin vorgekommen, ist, dass Robles den anziehen kann. Mir fällt ihm da manchmal nur mal so. Weil die Möglichkeiten in Satz 1 ja auch da waren. Er kommt da einfach nicht. Nochmal eine schöne Rückhand von Matthias. Zweimal großes Glück. Zwei kuriose Netzbälle. Lässt hier aber eine. Alles ist derjenige, der hier das 1:0 perfekt macht für Berg Neustadt. Also